Schulz der Zweite, Hessen. Deutsche Bundesländer in einer Nussschale. Es war einmal ein riesiges Königreich vor einer sehr langen Zeit namens Deutschland. Ein König namens Wilhelm der Deutsche herrschte über das ganze Land und beschloss alleinig die Gesetze. Doch das gefiel den anderen Borgherren überhaupt nicht. Und so fingen sie an, mit einem Katapult an Pferden befestigte Atombomben aufeinander zu werfen. Und durch diese Auseinandersetzungen spaltete sich das Land Deutschland und jeder von den 16 existierenden Borgherren verbunkerte sich in seinem Teil des Landes. Durch diese langjährige Auseinandersetzung wurden eigene Reiche gegründet und Kulturen haben sich gebildet, die ab sofort unabhängig, jedoch gemeinsam voneinander agieren sollten. Und so ungefähr sind unsere 16 Bundesländer entstanden. Okay, ich gebe zu, ich habe ein paar Fakten. Ey, was, wie macht der das eigentlich? Das ist ja jeder... Doch ziemlich trocken formulierten Wikipedia-Artikel. Das sind ja 2000 verschiedene... Aber das ist jetzt erstmal unwichtig. 4 Videos, 16 Bundesländer, sehr viele Klischees... Bilder und Videos und GIFs. Jeder von euch wird sich nach diesen 4 Videos angegriffen fühlen. Fick dich, Niedersachsen, fick dich! Du hässliches, beschissenes Bundesland! Bayern. Bayern ist. Alter, erstmal die Fakten. 13 Millionen Einwohner, Fläche 70.000 Kilometer, Alter 218 Jahre, Gründe nicht in dieses Bundesland zu ziehen, 8.349 Biergärten, zu viele. Bayern ist das Bundesland, was dafür verantwortlich ist, dass die ganze restliche Welt denkt, dass jeder deutsche Staatsbürger den ganzen Tag lang Weißwurst isst, Bier trinkt und im Dirndl oder Lederhose rumrennt. Also sagen wir mal so, Bayern wirft auf alle ein schlechtes Bild, finde ich. Das kann man schon sagen. Ist nicht ganz verkehrt, was er da sagt. Wow, danke schön, dass ihr den ganzen Teil der deutschen Kultur für euch selber beansprucht. Warum streichen wir nicht jedes andere Bundesland von der Karte und schreiben einfach überall Bayern hin? Bayern allein, weil Bayern als Bayern für Bayern mit den Bayern Bayern erhält. Doch hohe Vorsicht ist geboten, denn Bayern ist nicht gleich Bayern. Solltet ihr nämlich auf die Idee kommen, einen dieser drei Bereiche auch nur in einem kleinen Nebensatz als Bayern zu bezeichnen, werdet ihr mit Sicherheit am nächsten Morgen einen wütenden Pöbel bestehend aus Schwaben, Franken und Oberpfälzern vor eurer Tür stehen haben. Altbayern, Niederbayern, Oberbayern, Oberpfalz, Kam, Mittelfranken, Unterfranken, Oberfranken, Schwaben. Ey, ganz ehrlich. Das ist ja nun wirklich Quatsch. Haben wir ja neulich auch schon mit Nikola hier drüber gesprochen. Bayern. Also ich finde, ihr könntet noch Unterscheidungen haben in weitere bayerische Stämme, wenn ihr ein eigenes Land wärt. Dazu müsste Bayern sich abspalten von Deutschland und dann ist es mir egal, wie viele Bundesländer ihr noch innerhalb von Bayern habt, die ihr anders benennt. Solange aber Bayern Teil von Deutschland ist, könnt ihr nicht noch euch in 16 andere Bundesländer unterteilen. Und in diesem Bereich, den man wirklich einfach nur Bayern nennt, findet jährlich das Oktoberfest statt, bei dem sich die Leute über Philosophie unterhalten oder man gemeinsam in seinem Festzelt über den... Fun Fact: Ich war noch nie auf einem Oktoberfest und ich habe auch nicht vor, jemals dahin zu gehen. Sinn des Lebens wie. Oh Jesus. Wir trinken keinen Alkohol,
Und wir wollen auch nicht Betrunkene vor die Kamera holen. Ach du heilige Scheiße! Ein sehr intensiver Fleischkonsum, alle ziemlich religiös und auf alte Tradition verharrend, schrecklich unverständliche Dialekte. Oh. Bleib auf dem Teppich, du Radlertrinker. Mein Alter hat mir wieder mal rausgeschmissen und jetzt zetteln wir draus. Weiß ich nicht, schau, viele Leute in den Urlaub zu, da können wir sagen, schau, das ist so schön und alles. Wie wohl ein Berg oder was in drei Sessen lieber immer noch. Und ja, kiffen ist wirklich schrecklich, aber das 20. Bier am Abend, das kann man schon mal machen. Pro oder Anti-Drogen? Anti-Droge. Alkohol ist ja auch eine Droge. Ah, so ein Schmarrn, das ist ein Lebensmittel. Oh, was willst du da noch diskutieren, ey? Lebensmittel. Ich bin gegen die Freigabe von Drogen, liebe Freunde. Ich bin dagegen. Abfahrt. Außerdem gibt es noch die Hauptstadt München mit den statistisch größten Mietpreisen in ganz Deutschland. 1400 Euro Kaltmiete, wer bietet mehr? Verkauf. Eine wunderbare Wohnung in München für nur 50 Bitcoin, wow. In München kriegst du für 1000 Euro 15 Quadratmeter kalt. Auf dem Dorf bekommst du für 1000 Euro die Schlüssel zur Burg, die Staatsgewalt und noch 327 Euro. Hä? Wie, du zahlst nur 6000 Euro für deine Miete? In meinem Vertrag stand, dass ich meine Seele verkaufen musste. 1200 Euro warm für eine 1,5 Zimmer in München ist jetzt nichts Neues. Stimmt das wirklich, Andi Münchner, jetzt mal hier? Wen haben wir, wer wirklich in München Innenstadt wohnt? Hier, haben wir ein paar Leute, die wirklich in München wohnen? 2200 Miete für 1,5 Zimmer, das kann ich mir nicht vorstellen. Doch kein Geheimnis, Edel. Ich habe ja nicht gesagt, dass es ein Geheimnis ist. Das heißt ja noch lange nicht, dass ich die Mieten in München kennen muss. So, wir gucken jetzt einfach mal. Wie heißt das? Immobilien-Scout. Immo-Scout 24. So, Ort. München. München einfach mal. Miete, Wohnung. Suchen. So. Luxuswohnung. So, 1 bis 1,5 Zimmer. Ja, das sind ja alles so Neubau. Die sind ja bei 1.700 Euro. Ja, 990 bis 2500. Hier haben wir doch was. Hier 16 Quadratmeter, ein Zimmer, 630. 30 Quadratmeter, 24 Quadratmeter, 37 Quadratmeter, ein Zimmer, 1000. Also sind wir doch weit weg von den 2200. Kann man das hier nicht bei den Suchkriterien eingeben? Filter. Hier. So, wir suchen jetzt mal 45 Quadratmeter. Mindestens ein Zimmer. Und wir wollen, kann man hier nicht die Kohle eingeben? Kaltmiete, Warmmiete bis 2200. So, hier. Zwei Zimmer, also das Tausch, 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 Tausch. What the fuck, Tausch? Zwei Zimmer, 59 Quadratmeter, 1940. Moderne Zwei-Zimmer-Wohnung in Obersendlingen. Keine Ahnung, wo das ist. 75 Quadratmeter, zwei Zimmer, 1800 Euro. Also, das ist natürlich trotzdem super teuer. Nicht falsch verstehen. Aber es ist nicht 1,5 Zimmer für 2200. Aber es ist trotzdem fucking teuer. Hier haben wir 90 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1950 in Waldtrudenring. So, hier 1200 Kaltmiete. Zwei Zimmer, 60 Quadratmeter. Die musst du dann wahrscheinlich auch erstmal kriegen. Aber hier, das sieht doch gar nicht so schlecht aus.
Kommst hier rein. Bad, Dusche, sogar mit Badewanne. Schlafzimmer, Wohn-, Esszimmer, Kochnische. Für was? Zwei Zimmer, 60 Quadratmeter, 1500 warm. Finde ich jetzt in Sollen. Wo ist denn Sollen? Das ist nämlich schon wieder das Ding, wenn das dann nämlich, das ist wahrscheinlich dann wieder am Arsch der Welt. Und dann ist das nämlich schon wieder so ein bisschen. Ey, wieso, was ist eigentlich mit Google Maps passiert? Was soll denn diese Scheiße? So. Ist das Sollen? Ja. Wo ist jetzt hier Sollen? Leim, Sendling, Giesing, Schwabing. Dreieinhalb Zimmer, 76 Quadratmeter in Obergiesing. Wo ist Obergiesing? Obergiesing. Obergiesing. Das ist doch relativ hier. Obergiesing Fasangarten. Ja, Obergiesing ist doch relativ zentral. Obergiesing. Was? Wo sind wir da? Aber befristet, das ist natürlich Quatsch. Aber hübsche Wohnung, aber Dachwohnung ist natürlich nicht so geil, aber. Ja, gut. Gucken wir mal weiter. Keine Herausforderung, die findet man. Irgendwann kam der komplette wütende Rest von Deutschland auf die Idee, sich gegen ganz Bayern zu verschwören. Denn manche zählen das riesige Bundesland überhaupt nicht mehr zu Deutschland dazu. Manche tun einfach so, als würde es gar nicht existieren. Und eine Petition, dass man Bayern einfach zu Österreich rüberschieben sollte, habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo gesehen. Können wir bitte eine Mauer um Bayern drumherum bauen? Dieser Kommentar sollte als Begründung ausreichen. Irgendein Mister, oh, ich kann so toll bauen, seht alle her, kam eines Tages mal auf die Idee, dieses eine Gebäude aus Assassin's Creed in Bayern nachzubauen. Assassin's Creed Unity. Ein riesiges, wunderschönes Schloss gibt es auch noch, von dem alle Amerikaner im Internet denken, dass jeder in Deutschland genau in so einem Gebäude leben würde. Das ist ein gottverdammt gutes Schloss. Und im Süden kann man wunderbar Skifahren. Und das gefühlt 365 Tage im Jahr. Tja, ob das bei euch genauso gerade ist? I doubt it. Wow, da hinten kommt mein Zug. Spitze. Leute aus Bayern können außerdem nicht aufhören zu erwähnen, dass sie das beste Bundesland seien, dass ihr Fußballverein wieder das 20. Mal in Folge gewonnen hat. Die Stimmung gerade in der Kabine, Sie waren schon drin, hat Hansi Flick schon ein bisschen was gesagt. Was denken Sie? Ja. Ja, Sie lachen jetzt hier. Nee, ich lache nicht. Natürlich haben Sie gelacht. Und alle begrüßen sich dort mit Grüß Gott. Grüß Gott, Militärstreife, Kontrolle. Oh, jetzt bin ich gespannt. Hessen, Einwohner 6,2 Millionen, 21 Alter 79 Jahre. Was? Gewalt, ja. In Hessen gibt es die zauberhafte Natur, in der man bei einer Wanderung seine ganzen Sorgen fallen lassen kann, wunderbare Burgen und Schlösser besichtigen kann, um danach auf einer vom Abendlicht getränkten Bank mit einem Apfelwein in der Hand den rötlichen Sonnenuntergang genießen kann. Und es gibt Frankfurt am Main. Walla, Pilla, Alter.
So ein Feuerball, du! Oh, meine Schuhe wurden geklaut. Egal, ich kaufe mir einfach neue. Oh, mein Portemonnaie wurde auch geklaut. Ich hasse mein Leben. Leute aus Hessen, außerhalb dieser Großstadt, lieben es, wenn man das ganze Bundesland einzig und allein auf die statistisch kriminellste und der Mannschaft Hölle am innensten Stadt in ganz Deutschland reduziert. Sieh zu, dass du weitergehst, sonst steige ich auf und hau dir die Zähne aus dem Kiefer. Die Bedeutung des Satzes, wow, ich habe Pilze vor einer Nadel gefunden. Möchtest du einen Löffel von meinem Mittagessen abhaben? Ändert sich sehr stark, je nachdem an welchem Ort in Hessen man sich befindet. Brauchst du? Nee. Willst du Drogen? Nö. Willst du Alkohol? Nein. Was willst du denn hier? Wenn sie mich zu sehr nerven, dann haue ich den einen in die Fresse. Jemand schrieb bei seiner Google-Rezension, dass der Frankfurter Bahnhof ganz okay sei, aber man doch aufpassen muss, dass man nicht versehentlich abgestochen wird. Unendlich viele Obdachlose, die dir gratis Impfungen und Zähne geben. Top, ein fremder Mann hat sogar sichergestellt, dass ich nach Hause komme. Frauen, die dir einen blasen wollen. Ich habe ihnen direkt Ballons gegeben. Wurde mit Käse beworfen. 700 verschiedene Dialekte, von denen man nur die Hälfte versteht. Im dunklen Felsen die Hausstapel nunne. Den Vater tut's kein Rivel scheren. Und das Motto von Hessen lautet: An Hessen führt kein Weg vorbei. Und hier möchte ich einmal die A1, die A2, die A6 und den Rheinradweg in den Raum werfen. Alles gut? Okay, chill mal, Junge. In Frankfurt steht außerdem die Börse. Diese fungiert wie ein Magnet für Leute, die im ersten Semester BWL studieren und mit Papas Porsche durch die Stadt cruisen und meinen, dass sie die besseren Menschen seien, weil sie zum Abitur eine Rolex und einen Golfwagen geschenkt bekommen haben. Tatsächlich seriöse und oft korrupte Businessmenschen und Typen, die dir weismachen wollen, dass es das Brammen? Seriöse und oft korrupte Businessmenschen und Ja, das ist er. Typen, die dir weismachen wollen, dass es eine super Idee ist, in ihrem Pyramidensystem Dropshipping-Kurs zu investieren. 99% von euch sind wirklich faule Ratten. Faule, undankbare. Den habe ich auch schon mal gesehen. Yo, Jack FromSoft, was geht ab? Was geht? Wir machen hier gerade ein bisschen Reactions. Ich warte auf den Großmeister, um Schach zu spielen. Privilegierte, komplett mental verschobene Ratten. Am Bahnhof kann man problemlos Crack kaufen. Jeder zweite Frankfurter aus Social Media bildet sich ein, dass Frankfurt so schön wie New York oder Manhattan sei, nur weil sie ein Bild von der Skyline bei Sonnenuntergang geschossen haben. Und Hessen hat historisch am längsten damit gewartet, die Todesstrafe abzuschaffen. Und ich nehme mir nicht raus, diese Entscheidung zu hinterfragen. Was ist jetzt los? Passiert da endlich was? Was passiert denn? Die Stadt ist zum Pilgerort für Menschen mit Gucci-Tasche und Dealer-Handy geworden und so findet jegliche Action, die in diesem Bundesland überhaupt passiert, einzig und allein in der Gegend rund um Frankfurt am Main statt. Was ist die Hauptstadt von Deutschland? Wiesbaden. Stell mal vor, du hast mit 20 Frauen Kontakt, dich verlassen aber alle bis auf 9. Mit wie vielen Frauen hast du dann noch Kontakt? Mit den Mädchen, die mir immer treu geblieben sind, die immer stabil zu mir gewesen sind, so. Der Rest des Bundeslandes setzte sich zusammen aus Burgen und noch mehr Schlössern, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass jeder in seiner Wohnstraße am Ende mindestens ein Weltkulturerben-Disney-Schloss stehen hat. Wir haben unfassbare Dinge erlebt. Ich komme nicht mehr, um hinzuzugeben. Ich stehe auf die richtig dicken Dinge. Ah ja, außerdem trinkt man in Hessen gerne Apfelwein aus Vasen und isst Handkäse mit Musik. Keine Ahnung, wer sich diesen... Eieiei. Also erstmal sind das keine Vasen, sondern Bembel und das heißt Musik. Beschissener Musik. Namen für ein Käsegericht ausgedacht hat. Werbung. Über die letzten 20 Jahre haben zahlreiche YouTuber versucht, die beste Werbung aller Zeiten zu machen. Für die Speedrunning-Community ist eine Zeit von unter 2 Minuten für eine Honkai Star Rail Werbung der heilige Gral. Und im Juni 2024 wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt. Oh, hi Leute, was ein Glück, Honkai Star Rail, Honkai Star Rail. Es ist kostenlos, ladet es euch runter, Explosion. Es ist das beste Spiel überhaupt, ich hatte es. Ist das wirklich Werbung? Es ist Werbung aller Jules. Jetzt hier Blender geht als ein Ultim. Könnt euch noch basiertes RPG und das einzige Spiel auf dem Markt, in dem man ein Abbild von sich selber... Sag mal wirklich, wie macht er diese Videos? Ich meine das wirklich ernst. Das ist also...
Ich habe ja auch mal Videos geschnitten in meiner Anfangszeit bei Game One. Und das ist ja so viel Arbeit, diese ganzen, also das geht doch gar nicht. Der muss doch da ein halbes Jahr an einem Video sitzen. Nicht die Werbung skippen. Weil da ist einfach so viel unterschiedliche Ausschnitte aus Sachen, die musst du ja auch erstmal alle runterladen, importieren, reinmachen, dann an Größe anpassen, dann die ganzen Schriftarten, dann die ganzen Animationen und so weiter. Ladet es euch runter, Explosion. Es ist ein Heidenarbeit. Überhaupt. Ich hatte Sex mit eurer Oma. Im heutigen Update geht es um das Anime-Mädchen Firefly, was sich in einen Roboter verwandelt hat. Oh mein Gott. Und sich dann einer Organisation angeschlossen hat. Also du brauchst ja auch erstmal diese, der muss ja einen Ordner haben mit tausenden von Sachen drinne, die dann auch immer auf das Gesagte passen. Es ist schon so Bild, ja. Sinn des Lebens zu suchen, nicer Plot. Die neue Staffel von Neon Genesis Evangelion sieht unglaublich aus. Firefly hat coole, epische Fähigkeiten, wie zum Beispiel Sexalarm. Und beschwört jetzt Exodia, stirb Seto Kaiba. Schaut her, ich habe extra für die Werbung hier Blender gelernt, um die Charaktere aus dem Spiel zu animieren. Dann gibt es noch Jade als neuen mächtigen Charakter. Keine Ahnung, warum der Typ in den Kommentaren anfängt zu bellen. Und durch ihre Ultimate landet dein Gegner in Schleswig-Holstein. Oh nein, nicht Schleswig-Holstein. Was könnte euch noch überzeugen, das Spiel runterzuladen? Vielleicht dieser Soundeffekt? Ein rundenbasiertes RPG und das einzige Spiel auf dem Markt, in dem man ein Abbild von sich selber spielen kann. Dieses Video wird außerdem noch gesponsert von Milch. Oh wow, hat da jemand nach mehr Explosion gefragt? Das Ganze gibt's auch auf PlayStation und auf dem Handy und jetzt kommt ein random Breaking Bad Meme. Mr. White, there's something wrong with this computer. Jesse, what the fuck did you do to the family laptop? Es gibt mit dem Code in der Beschreibung 50 Stellare Jade umsonst. Chime. That's world record, dude. Yeah. Werbung Ende. Bei meiner Recherche habe ich mir den meistgelikedesten Reddit-Beitrag mit Brandenburg im Titel angeschaut und stoß auf ein 3 Minuten langes Video, in dem nichts passiert und es einfach nur die ganze Zeit regnet. Und ich denke, das repräsentiert das Bundesland ziemlich gut. Vor allem muss ja auch erstmal alles finden, das ganze Zeug. Frag niemals einen Menschen aus Brandenburg, was ihr Bundesland mit Preußen zu tun hat. Denn sie werden nicht aufhören, über ihre Geschichte zu reden, als wäre es ein unskippbarer NPC-Dialog. Ja, 1640 wird Friedrich Wilhelm neuer Kurfürst von Brandenburg und Herzog von Preußen. Ich bin 31 Jahre alt und ein ziemlicher Versager. Wobei ich der Meinung bin, dass dieses Bundesland nichts mit dem 30-jährigen Krieg zu tun hat und einzig und allein existiert, um die ganze Menschheit vor der Stadt Berlin zu schützen, die separat im Zentrum von Brandenburg liegt. Ich reiße mir lieber mein Rückgrat raus, gehe auf die nächste Kreuzung und mache Seilspringen damit, als weiterhin in dieser Gegend zu wohnen. Das ganze Bundesland hat weniger Einwohner als in Berlin. Menschenleben. Personen, die in Brandenburg zu Hause sind, zweifeln manchmal selber daran, ob es in ihrem Bundesland überhaupt noch andere Menschen gibt. Alles klar. Das hat er gesagt. Eine unfassbare Liebe zu Spreewaldgurken, Bier, Bier und Bier. Und wenn du Pech hast, endest du beim Spazieren durch den Wald in einer endlosen Zeitschleife. Von diesen 8 Keksen nimmt er sich 3 weg. Wie viele Kekse bleiben denn jetzt noch übrig? Ich weiß es nicht. Mit dem Begriff leeres Ödland lässt sich das Bundesland ziemlich gut beschreiben. Böse Zungen behaupten sogar, dass der Film Dune in Brandenburg gedreht wurde. Bruder, ich will hier weg. Wunderschöne Natur, überall Flüsse, auf denen man Bootstouren machen kann, erholsame Wanderwege, bei denen es jedoch passieren kann, dass man auf einmal ein lautes Elden Ring hört. Denn Brandenburg ist das Bundesland mit den meisten freilebenden Wölfen. Dark Souls. Und damit sind keine rechtsradikalen Hooligans gemeint, sondern Tiere mit schönem Fell, die Elon Musks in Brandenburg gebaute Tesla-Fabrik vor wütenden Klimaklebern beschützen sollen. Oder so ähnlich. Welcher Trottel lässt hier seinen Hund vom Kindergarten freilaufen und habe erst am Abend erfahren, dass das ein Wolf war. Ich habe es erfahren.
Je näher du dich Berlin näherst, desto teurer wird die Miete und desto mehr fängt auch dein Modestil an sich zu ändern. Deswegen rate ich euch, euch möglichst von der Hauptstadt zu entfernen und in einer Windmühle auf dem Land zu leben, damit ihr von eurem eigenen gebackenen Brot leben könnt, so wie es jeder andere Brandenburger auch tut. Meine Tante hatte den früher auch noch so einen Kohleofen. Und die hat immer noch einen Kohleofen? Jetzt nicht mehr. Weil sie die Kohle nicht mehr schleppen kann. Nee, weil sie gestorben ist. An der Grenze zu Polen verschwinden regelmäßig Autos und keiner weiß wieso. Und aus Rache fahren Brandenburger nach Polen, um dort billig in den Puff zu gehen, Zigaretten zu kaufen und billig zu tanken. Polen senkt die Sprit. Bislang hat er in diesem Video, glaube ich, noch nichts Unwahres gesagt, oder? Wie seht ihr das? Also bislang ist es für mich ziemlich faktisch korrekt alles. Tanken ist hier gar nicht teuer. Ich mach dir noch Inspektion. Komm, der Weg muss sich doch lohnen. Viele pendeln auch nach Berlin, um dort zu arbeiten, während die anderen den ganzen Tag lang sinnlos mit dem Traktor umherfahren. Hier ist schon wieder jemand gegen einen Baum gefahren. Ich meine, was soll man auch sonst mit 13 Jahren machen? Ich möchte Bauarbeiter werden. Ja. Da muss man nicht schreiben können. Ich fahre nur Fahrzeug. Ich habe vergeblich... Wie geil er das flüstert. Ich fahre nur Fahrzeug. Versucht, irgendeinen Clip zu finden, in dem ein Brandenburger mit seinem Dialekt spricht. Dann ist mir eingefallen, dass in diesem Bundesland keine Menschen leben. Und dann habe ich frustriert League of Legends gestartet. League of Legends. Death. Oh no. Hamburg, jetzt wird's interessant. Hamburg ist einer dieser komischen drei Bundesländer, die nur aus einer einzigen Stadt bestehen. Und warum das so ist? Naja, die inoffizielle Version ist, dass die Hamburger Industrie sich damals dachte, sie könnten ihr Geschäft antreiben, wenn sie ein ganzes Bundesland nach ihrem Gericht benennen. Und die offizielle Version ist, dass es irgendwas mit dem Krieg, der Industrialisierung und dem großen Ego des Menschen zu tun hat. Oh mein Gott, ein Amerikaner hat meinen Bruder gegessen, weil er dachte, er sei ein Hamburger. Menschen in Hamburg sprechen alle wie Piraten. Dolfgitter, 21, 43, sieben weit hinter dem Kampf, aristonisch, jaja. 3 Tage und 3 Nächte. Es gibt Sehenswürdigkeiten wie das Rotlichtviertel, das neben einem Rotlichtviertel in einem Rotlichtviertel in der riesigen Reeperbahn steht. Hast du ein Problem? Geh weiter. Alter, bleib mit dir. Noch ein Problem. Besser ist es. So habe ich mir das vorgestellt. Guck mal, Lennox, da steht jetzt Motilfukir. Ja, zum Motherfucker. Schönen Abend noch. What the fuck, was ist das für eine Doku mit dem Kind und der Frau und dem Motherfucker? Das muss ich sehen. Jan scheint ready zu sein. Ja, sagt ihm, ich muss noch hier gerade 3 Minuten. Doch, tue ich, siehst du doch. So einfach ist das. So, und tschüss. So gehst du nicht arbeiten, ey. Du bist so stressig. Arbeitest du? Ja, selbstverständlich arbeite ich. Das heißt, im Moment sitze ich im Knast, aber normalerweise arbeite ich. Durch die ganzen... Selbstverständlich arbeite ich. Gut, normalerweise. Jetzt bin ich gerade im Knast, aber... Kanäle in Hamburg ist die Stadt extrem mit anderen Orten verbunden. Heißt, dort legen regelmäßig Wikinger-Schiffe an Land, um dort Beutezüge zu vollziehen. Fischbrötchen zu essen und man kann mit den Schiffen mitfahren. Das sieht gar nicht gut aus. Und kommt mit ein bisschen Glück nach ein paar Stunden in Nepal wieder raus. Soll ich anschreien? Yes? Dann schau doch, dass euch schleicht jetzt! Laut einer landesweiten Umfrage aus 2018 ist es angeblich die beliebteste Stadt in Deutschland. Was vielleicht auch daran liegt, dass kein Hamburger auch nur eine Minute reden kann, ohne zu erwähnen, dass seine Stadt die schönste ist. Weshalb Leute sie auch als das Venedig des Nordens bezeichnen. Naja, ich sehe die Idee dahinter, aber würde in Venedig auch das hier passieren? Ja nun, man wird ja wohl im Mai ein bisschen Spaß haben dürfen. Runter, Mann, da wuchs hier die Dinger. Oh, ist das unser? Nein, unser brennt da unten. Das ist unser Auto. Eine wohnungssuchende Frau bietet im Internet ihre Niere und Körperteile für eine Wohnung in Hamburg an. Heißt, die Miete wird dort wohl auch ziemlich niedrig sein. Das ist Finn aus Hamburg. Er hat daran geglaubt, nichts mehr essen und trinken zu müssen. Er hat gesagt, er glaubt, dass der Mensch...
Ich war noch nie in Venedig, aber ich habe gehört, Venedig stinkt. Nur von Licht leben kann, sogar ohne Wasser. Er wurde nur 22 Jahre alt. In Hamburg gibt es den Bereich überhalb der Elbe, also das schöne Hauptviertel von Hamburg, in dem man die Kultur der Stadt genießen kann. Und es gibt den unbedeutenden Rest im Süden. Achtung, Achtung! Verpisst euch von der Tür, sonst tritt unser Fahrpersonal euch die Fresse ein. Außerdem Highlights wie ein Bunker, der zu einem wunderschönen, überwachsenen Gebäude aus einem Ghibli-Film wurde. Und natürlich das UNESCO-Weltkulturerbe, der Pennymarkt auf der Reeperbahn. Ich habe studiert. Da war ich noch nie drin übrigens. Ich habe mein Patent A, B und C. Und die 6. Die hat seit, ich glaube, 4 Jahren Hausverbot, weil sie versucht hat, mir in den Schlitz zu kacken. Ab 10 Uhr dürfen wir dir keinen Schnaps mehr verkaufen. Was für ein Crime! Wie ist denn Ihre Lebensphilosophie? Nimm dir das Lied. Und die Lieblingsgetränke der Hamburger. Was ist das für eine Lebensphilosophie? Nimm dir das Leben. Cuba Libre, Pina Colada, Mojitos und Molotow-Cocktails. Alle in Hamburg begrüßen sich mit Moin. Da haben wir schon gedreht. Franzbrötchen und alle sind der Meinung, dass ja, das mit den Franzbrötchen finde ich auch komisch hier in Hamburg. Das kannte ich auch vorher nicht. Und bin auch immer noch kein super Fan von den Franzbrötchen. Ein exzellenter Ort wäre, um ein erneutes G20-Gipfeltreffen dort abzuhalten. Ihr Wichser! In den nächsten 4 Bundesländern geht es um Kühe, die auf Feldern stehen. Das eine Bundesland, das immer vergessen wird. Atombomben, Feuer, Maschinengewehre, die Backrooms und die grausame Höllendimension. Bitte holt mich jemand ab, mir geht's gar nicht gut hier. Und Tschernobyl, bis zum nächsten Video. Goodbye. Okay, das war doch mal sehr, sehr unterhaltsam. Vielen Dank, Jules. Ich finde, er hat das alles sehr gut auf den Punkt gebracht. Die Klischees der jeweiligen Städte und sogar noch mit ein bisschen Insidern versehen. Ich werde auf jeden Fall, ich muss mal diesen Penny auf dem Kiez abchecken. Da war ich noch nie. Aber ey, wow, was für eine Arbeit und das, der wirklich, der Kopf explodiert. Perfekt für Schach jetzt.